Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute fahren wir Zugachsen von Köln nach Duisburg und ich würde sagen, da fangen wir mal an. Und zwar, heute wird wahrscheinlich, da weiß ich nicht mehr prozent, kein Video von MySummerCar online kommen, weil momentan, ja, habt ihr ja bestimmt selber auch schon in den Medien mitbekommen. Da wollte ich eigentlich auch in diesem Video mal ein bisschen drüber reden. Es geht um dieses Coronavirus und zwar ist das ja wirklich momentan quasi sehr extrem geworden. Ich habe da persönlich auch nicht gedacht, dass das so extrem wird, nur mittlerweile ja, machen sie ja schon über die Grenzen zu. Meiner Meinung nach auch vollkommen verständlich, nur ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Das Problem ist wirklich, es verbreitet sich so dermaßen schnell aus. Und ja, das ist nicht mehr normal, was da in Italien abgeht. Also, ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Auf jeden Fall will ich jetzt nur mal gerade einen kleinen Appell an euch geben. Und zwar mit dem Hashtag, wir bleiben da zu Hause. Damit können wir und werden wir die Epidemie eindämmen und das geht aber auch nur, wenn wirklich jeder von euch, wirklich jeder sich strikt dran hält, der nicht unbedingt raus muss. Ebenso geht dann auch ein großes Dank an unsere Kollegen von der Feuerwehr, Rotkreuz, THW Polizei, sowie Verkäufer und dem medizinischen Personal im Krankenhaus. Das ist oberstes Niveau, was ihr da leistet, also dafür kann man wirklich nur sagen, Respekt. Also, ja. Wie gesagt, ich werde euch auch noch weitere Leute verlinken in der Beschreibung, weil ich da jetzt nicht so fachlich die Ahnung habe, dass ich da groß drüber reden kann. Aber ich werde unten mal von ein paar Leuten was verlinken. Genau wie mit Symptomen und alles. Also, genau. Da würde ich sagen, dann fahren wir mal weiter. Weil man kann nicht ändern. Es ist jetzt so, wir müssen das Beste draus machen. Es ist schlimm, ja, auf jeden Fall, aber wir hoffen, dass wir das alles, oder wir werden das bestimmt alles wieder in den Griff bekommen. Genau. So, dann fahren wir mal weiter. Wir haben noch eine Stunde 22 Fahrt. Wir fahren gerade mit 90 km/h. Genau. Und wie steht ihr eigentlich dazu mit der Ausgangssperre? Seid ihr eher dafür oder dagegen? Also ich wäre ganz ehrlich, wenn ich manchmal so guck, wie andere Leute dann die ganzen Sachen missachten und trotzdem vor die Tür gehen, das ist irgendwie, naja, es ist nicht sehr, sehr fördernd für die ganze Geschichte. Aber das verstehen die Leute einfach nicht. Und da kann man wirklich nur Appell geben, damit wirklich heißt, eine absolute Ausgangssperre ist meiner Meinung nach das einzig Sinnvolle und Richtige. Aber wie gesagt, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, meine Meinung ist das und nagelt mich auch nicht fest, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist einfach das Beste. Dann müssen wir halt abwarten, wie lange man das anhält. Ob das 2 Wochen hält, 3 Wochen oder sogar 4 Wochen. Aber ich denke mal, das werden wir ja morgen, wird das ja bekannt gegeben. Und ich würde sagen, ja, also auf jeden Fall Hashtag, wir bleiben zu Hause. Ich schreibe da doch nochmal in die Kommentare. Ich würde sagen, ja, das ist eigentlich momentan das Einzige, was wir groß machen können. Wir als normale Mitmenschen. Vor allem gerade auch wegen unseren älteren Leuten, dass wir da wirklich auch an die denken und nicht nur an uns. Ich würde auch gern jetzt mit meinen Kumpels rausgehen und feiern und was weiß ich. Aber ich bleib auch daheim, weil wir können nur alle gemeinsam
wie heißt es, ändern, deswegen. Gut, da haben wir es. Genau. So, dann fahren wir mal hier links, Blinker aus. Und weiter geht's. Ebenso, was ich richtig übertrieben finde, sind aktuell die Hamsterkäufe. Also, überlegt doch einfach mal sinnvoll für die, die vielleicht sogar machen. Was habt ihr davon, wenn ihr jetzt 10 Einkaufswägen übertrieben gesehen nach Hause schleppt, dann lagert? Was habt ihr davon? Das einzigste Problem, aber davon haben ist, die Leute, die nichts auf Vorrat holen oder Vorrat holen können, weil sie keinen Platz haben, wenn die dann mal eine Packung Nudeln oder eine Packung Klopapier brauchen, dann ist einfach nichts da. Das müsst ihr euch aber auch mal bewusst sein. Nicht immer nur an euch direkt denken. Jeder eine Packung Klopapier und halt, je nachdem, wie oft ihr kaufen geht, 2-3 Packungen Nudeln. Das reicht aber auch. Oder es gibt ja so viele Sachen, die man da holen kann. Aber bitte, macht nicht so Hamsterkäufe. Das hat echt keinen Sinn. Nicht für eure Mitmenschen. Das ist einfach doof. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu groß sagen soll. Deswegen, ich bin da ehrlich sehr gespaltener Meinung mit den Hamsterkäufen. Aber wie gesagt, nur wir gemeinsam. Wir gemeinsam können das Ganze regeln. Anders geht es nicht. Genau, ja. Das war dann auch gleich nur mit meinem kurzen Video. Wie gesagt, ich bin jetzt auch kein Virologe und will da jetzt zu sehr ins Detail gehen. Dafür verlinke ich einfach ein paar Kanäle, des Frachtschadens auf 2%. Wo man sich das Ganze angucken kann. Weil, wenn ich euch jetzt hier irgendwas erzähle, dann stimmt das nicht zu 100% und dann lasse ich lieber direkt sein und verlinke euch einfach Quellen, wo ich der Meinung bin, dass sie korrekt sind. Und zwar ist das auf einmal, auf jeden Fall vom, ich meine, NDR, der ein Virologe aus der Berliner Charité Drosten, den werde ich auf jeden Fall mit denen ihrem Podcast, ich meine, der hat jetzt schon 17 Folgen, haben die jetzt gemacht, werde ich verlinken. Demnächst rechts abbiegen. Ja, und dann hoffen wir, dass wir das gemeinsam, wir gemeinsam und dann hinbekommen. Abbiegen. Das geht aber auch nur, wenn wirklich jeder daheim bleibt. Und das ist ganz wichtig. Das hat keinen Sinn, wenn jetzt 60% daheim bleiben und die anderen 40% sagen, jo, ist mir egal. Wir müssen alle gemeinsam jetzt an einem Strang ziehen und das ist wichtig. Damit würde ich sagen, beende ich dieses heutige Video auch. Ich habe das jetzt nochmal klar gesagt, wie meine Meinung dazu ist. Also wie gesagt, das ist wirklich nichts Harmloses. Das muss man dazu sagen. Es ist nicht nur, wie manche überhaupt sagen haben, eine harmlose Grippe, die schnell wieder rum ist. Meiner Meinung nach ist das wirklich richtig schlimm. Deswegen, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Gut, ich würde sagen, das war dann mit diesem Video. Ich würde sagen, da sehen wir uns im nächsten Video die Tage oder vielleicht nachher sogar noch wieder. Ich würde sagen, bis dahin, ciao.